Sehr viele haben mich gefragt über diese eine Frau. Ich wurde komplett verarscht. Ich war in Urlaub besoffen und da war eine Frau, sie hat gesagt, sie ist Topmodell. Ich habe sie mitgenommen in mein Hotel. Dann sehe ich in Zeitung, Freunde von Mbappe ist ein Mann. Mir ist das gleiche passiert, wie in Rush Hour, wo Detective Carter auch mitgenommen hat eine Frau. Kennst du den Film? In diesem Film mit Jackie Chan ist ihm gleiche passiert wie mir. Heilige Mutter Gottes, sie ist ein Mann! Das gibt's doch nicht, ich habe an einem Franzmann rumgefummelt! Ja, vielleicht kann ich jetzt mitspielen in neue Rush Hour 4. Aber es ist wirklich schön. Sie ist wirklich eine Topmodell, guck mal an. In Paris haben alle Spieler mich ausgelacht im Training. Am meisten Messi hat mich ausgelacht. Er hat gesagt, du hast klar gemacht einen Mann. Die hören nicht auf, über mich zu lachen im Training. Ich musste anfangen zu weinen und habe zu Messi gesagt, hör auf zu lachen oder du gehst zurück nach Barcelona. Ich sage das Trainer, ich verpetze dich. Wir haben eine Gruppe bei WhatsApp und die lachen mich jeden Tag aus. Die schicken immer Bilder da und deswegen muss ich jeden Tag weinen. Was will ich euch sagen? Passt immer auf, wenn ihr besoffen seid und ihr seht eine schöne Frau, da kann alles passieren. Sonst passiert bei euch das gleiche wie bei mir und Detective Carter. In Thailand passiert sowas jeden Tag. Bei Paris habe ich nur noch Probleme. Ich glaube, Messi gebe ich eine Bombe. Nächstes Mal in Training kriegt er von mir eine Bombe.